Hallo liebe Kinder und Erwachsene, herzlich willkommen zum zweiten Advents-Sonntags-Special. Ich begrüße wieder ganz herzlich Derkus. Hallo. Und ja, nach dem ersten Special waren ja viele geteilte Meinungen. Ich finde, es ist ein schönes, besinnlicher Special und deswegen werden wir es auch in dem Format weiter durchziehen. Ja. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Adventssonntag. Auf zur großen Schneeballschlacht. Zeigst den falschen Weihnachtsmännern. Das heißt Schneeballe werfen. Genau. Und das sehen wir uns auch gleich mal an. Ich klicke jetzt hier auf Play. Und zwar finden wir uns hier in einer Stadt wieder. Wir können uns nicht bewegen. Das ist also so eine Art Hill-Defense-Spiel. Und wir dürfen nur die Weihnachtsmänner abschießen. Alles, wenn sich jetzt meine Maus bewegen würde. Ich merk's gerade. Ah, der hat sie fast getroffen. Ja, aber nur fast. Alles andere bringt Minuspunkte. Allerdings können wir diese Schneebälle der feindlichen Schneemänner abwehren, indem wir die Schneebälle abschießen. Und du hast auch Leben. Ja, meine und Leben links. Sind übrigens unten links, genau. Danke. Und diese Schneemänner tauchen an den skurrilsten Orten auf, also... Ich dachte, das sind Weihnachtsmänner. Ah, Entschuldigung, Weihnachtsmänner, genau. Weil ich gerade den Schneemann hier gesehen habe, oh Gott. Ach ja. Es gibt übrigens auch ein Weihnachtsmann-Skin für die Minecraft-Spieler-Skins, also... Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Okay, und da spawnt auch schon wieder einer und Feuer. Gibt's da verschiedene Level oder nicht? Ja, gibt's auch wieder und je nachdem welches Level, umso mehr Schneemänner tauchen quasi zeitgleich auf. Cool. Wenn die Geschenke runterfallen, kann ich die auch abschießen, die geben dann Bonuspunkte. Oder Bonusleben eben in dem Fall. Wenn die Leben noch nicht voll sind. Wow. Oh, der war ordentlich knapp bei mir. Bist du das Wahnsinns? Was ist das denn für ein Typ, der da auf Skiern steht oder so? Was wo? Da. Neben dem, da. Ah, da. Ja? Irgendwo schießt einer auf mich. Ah, da oben. Achso, du meinst den alten Herrn da vorne? Genau. Der steht ja, nicht genau auf Skiern, der... Ja, das sah gerade so aus. Oh, auf mich wird von überall geschossen. Gleiches Game Over. Du konntest den Weihnachtsmann nicht retten. Gratulation, sie sind unter den 10 Besten. Na toll. Ich habe das Spiel übrigens jetzt gerade das erste Mal auf dem... Also mit nach dieser Installation gespielt, weil da gab es zwei Versionen und ich habe jetzt die neue downgeloadet. Ich könnte es jetzt nochmal spielen, aber ich glaube zum Vorstellen reicht das. Und... Ja, wenn ihr das downloaden wollt, findet ihr das unter dem Namen Schneeballschlacht. Also, ist auch wieder eben mit Highscore, so wie letzten Sonntag, wenn ihr gegen kleinen Bruder, kleine Schwester oder, keine Ahnung, irgendwen spielen wollt, irgendwas Weihnachtliches, dann könnt ihr das damit machen, quasi abwechseln, wer eben der Bessere ist. Ist im Prinzip eine Art Moorhuhn-Klon, so dass man sich nicht bewegen kann eben. Aber ich find's ganz nett auch. Ja. Wow. Total Gewalt. Hier, voll das Spiel. Gewaltverherrlichend, meinst du? Ja. Ja, Ego-Shooter. Ich höre die Bayern schon rufen. Nö, nichts gegen Bayern, Entschuldigung. Die Bayern sind mir als Österreicher vom Dialekt her am liebsten. Die versteht man nämlich. Kann ich auch nichts für. Ist es auch nichts Persönliches gegen dich, nur von der Sprachkultur her gehört Bayern halt eher zu Österreich. So, und... Ja, bitte? Ah, nee, ich weiß schon, was du meinst. Okay. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's auch gleich wieder in den gemütlichen Teil, wo ich wieder zum Märchenonkel werde, ein paar Bilder einblende und Dirk heute ein Gedicht vorträgt. Oh. Schön. Okay, dann, ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Und damit sind wir auch schon beim gemütlichen Teil angelangt. Und ich werde jetzt wieder zum Geschichtenonkel, Märchenonkel und erzähle und lese euch wieder vor, nicht erzähle, ich lese euch wieder vor, eine nette Geschichte.
Und zwar etwas wieder religionslastigeres, aber was einen doch mal zum Nachdenken bringen sollte, auch wenn man weltlich denkt. Und ich denke, damit kann ich doch ein bisschen mehr Leute ansprechen als letztes Mal mit dieser doch eher rein religiösen Geschichte. Alle Welt feiert. Alle Welt. Ob Düsseldorf, New York, Manila oder Rio de Janeiro. Im Dezember scheint auf der ganzen Welt das Weihnachtsfieber ausgebrochen zu sein. Auf den Plätzen der Städte werden große Tannenbäume aufgestellt. Die Schaufenster der Geschäfte sind weihnachtlich verziert. Man bereitet sich auf das große Fest vor. Aber Weihnachten ist ein Fest der Christen. Etwa 2/3 der Weltbevölkerung sind Anhänger anderer Religionen oder haben gar keinen Glauben. Für Muslime, Juden, Hindus, Buddhisten und andere ist der Geburtstag von Jesus Christus kein Anlass zum Feiern. Und wie sieht es in Europa oder Amerika aus, wo die meisten Leute dem Christentum angehören? Dort ist Weihnachten ein wichtiges Datum. Die Familien kommen zusammen, die Wohnungen sind geschmückt, es gibt besondere Speisen und vor allem Geschenke. Aber ist das schon alles? Was hat all das damit zu tun, dass vor 2000 Jahren in Bethlehem eine junge Frau einen Sohn gebar und ihn in eine Futterkrippe legte, weil in der Herberge kein Platz mehr war? Geht uns heute denn noch an, was damals die Engel den Hirten auf dem Feld verkündeten? Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. Euch ist der Retter geboren, der Messias, der Herr. Der Advent ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, darüber nachzudenken, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Die Geschenke sind schnell ausgepackt und oft langweilen sie bald. Die Tannen fangen an zu nadeln und das Weihnachtsgebäck können wir irgendwann nicht mehr riechen. Die Botschaft von Weihnachten jedoch verspricht eine Freude, die nicht so schnell vergeht. Um diese Botschaft verstehen zu können, muss man sich allerdings darauf einlassen. Probier es, es lohnt sich. Ja, hast du schön vorgelesen. Ja, wieder eine sehr nette Geschichte. Wobei, ja, also Weihnachten ist ja ein Fest des Christentums. Ja. Wenn ich mir jetzt nichts daraus machen würde, ein Christ zu sein, dann brauche ich auch nicht Weihnachten feiern. Sprich, bekomme keine Geschenke, brauche nicht zu Verwandten mitfahren. Aber ich glaube, es überwiegen die Nachteile, wenn jetzt Weihnachten quasi ausfällt. Mhm. Ja. Also ich will euch jetzt nicht irgendwie zu einer Religion zwingen, keine Sorge, aber ohne die Religion hätten wir sowas wie Weihnachten nicht, möchte ich damit sagen. Oder auch Ostern nicht. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich habe die Geschichte zwar verstanden. Naja. Ja, den tieferen Sinn, den habe ich ja jetzt eigentlich ja, schon hast du gerade rausgepickt. Erzählt. Es gäbe noch eine tiefere Instanz, aber das geht dann zu weit. Mhm. Ja. Und damit auch zum Aufruf des heutigen Advents-Specials. Letztes Mal habe ich aufgerufen, wie ihr Weihnachten feiert. Dieses Mal möchte ich gleich aufrufen, feiert ihr Weihnachten als weltliches Fest oder eher als christliches Fest? Also weltlich eher, dass ihr speziell auf die Geschenke euch freut und darauf wartet. Oder eher christlich eben, dass ihr ja eben auch in die Christmette geht. Oder mit der Familie einfach, wie beim letzten Mal schon gesagt, auch Weihnachtslieder singt und etwas besinnlicher werdet. Klar, zwar auch mit Geschenken, aber die dann eher quasi nebenbei mitgehen und nicht die Hauptattraktion des Abends sind quasi. Ja. Also bei mir wäre das dann beides. Bei mir nämlich auch. Bei uns gibt es sowohl diesen Geschenkeabend quasi, als auch diesen religiösen Abend. Mit der Familie. Genau. Okay, dann würde ich sagen, hast du freie Bahn. Wir kommen zum dritten und letzten Teil dieses heutigen Specials. Heute trägt euch Derkus ein Gedicht vor. Der große Derkus, ja. Also,
Ich genau. fange so an ohne Vorgeschichte. Interessiert auch bestimmt keinen. Gibt es da eine Vorgeschichte? Nee, ne? Also. Okay. Also, eine Kerze für den Frieden, die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht. Für den Tag voll Traurigkeiten, eine Kerze für den Mut. Eine Kerze für die Hoffnung gegen Angst und Herzensnot, wenn verzagt sein unseren Glauben heimlich zu erschüttern droht. Eine Kerze, die noch bliebe, als die wichtigste der Welt, eine Kerze für die Liebe, voller Demut aufgestellt, dass ihr Leuchten den Verirrten für den Rückweg ja nicht fehlt, weil am Ende ja nur die Liebe für den Menschen wirklich zählt. Das war's. Das hast du super gemacht. Vielen Dank. Die beiden anderen Sonntage darfst du natürlich auch gleich übernehmen. Mal gucken. Okay. Ähnlich wie die Geschichte, einen wunderschönen, tieferen Sinn. Also ich finde das Gedicht gar nicht so schlecht. Ja, ist es auch nicht. Sonst hätte ich es nicht ausgesucht. Wir haben es gemeinsam ausgesucht. Ach komm. Ja. Ja, er hat recht, ich gebe es jetzt. Ja. Okay. Also, dann noch einen schönen Adventssonntag. Und noch eine schöne übrige Adventwoche. Ja, wünsche ich euch auch. Nein, drei sind noch übrig. Zweiter, dritter, vierter. Ja, drei fehlen noch. Ja. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao.